Herzlich willkommen zum Sicherheitsinterview der Woche. Zu Gast ist heute Herr Staatssekretär Wiese. Ich grüße Sie. Herr Wiese, wir sind heute auf einer Veranstaltung der Berliner Datenschutzrunde und des BitMe zum Thema Meine Daten, Deine Daten, Unsere Daten. Was haben diese Themen mit Mittelstand-Startups zu tun? Erst einmal freut mich, dass ich hier sein darf und habe das gerne wahrgenommen. Und ich glaube, der Mittelstand der Startups, der hat ein großes Interesse daran, was Daten für ein Potenzial haben, dass man Daten auch nutzen kann. Und um diese Möglichkeiten letztendlich zu schaffen, braucht man einen vernünftigen rechtlichen Rahmen mit klaren Vorgaben. Und ich glaube, das ist wichtig und das beinhaltet diese Überschrift auch. Und darüber wollen wir diskutieren heute. Wir werden erst einige Vorträge hören, aber dann auch, glaube ich, eine ganz spannende Podiumsdiskussion haben. Und da freue ich mich heute drauf, denn ich glaube, ich bin nicht nur hier, um einen Vortrag zu halten, sondern auch um zuzuhören, weil hier sind heute die Expertinnen und Experten, die viel mit dem Thema zu tun haben täglich, und dieser Austausch ist wichtig. Ja, in der heutigen Zeit ist ja Datenschutz eigentlich das brennende Thema. Inwieweit meine Daten, deine Daten, Datenschutz, inwieweit kann das ein Hemmnis für kleine mittelständische Unternehmen sein, der Datenschutz als solcher? Erst einmal, glaube ich, muss man immer wieder betonen, dass man die Nutzung von Daten erstmal als Chance sehen sollte. Wir sind ja manchmal so ein bisschen eher, dass wir die Risiken sehen und Bedenken haben, aber man muss erstmal die Potenziale und die Chancen sehen. Und dann muss man natürlich gucken, dass man nicht alles willkürlich lässt oder ähnliches, sondern dass man vernünftige rechtliche Regelungen einzieht. Und da, glaube ich, ist mit der EU-Datenschutzgrundverordnung, die im Jahr 2018 dann auch europaweite Gültigkeit hat, ein wichtiger Punkt gesetzt werden, der einen rechtlichen Rahmen gibt für die mittelständischen Unternehmen, für die KMUs, die ja eigentlich 99% der Wirtschaft bei uns darstellen. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass wir hier mit dieser Datenschutzgrundverordnung wirklich was Gutes auf den Weg gebracht haben. Was sehen Sie an Vorteilen in der Zusammenarbeit mit der Berliner Datenschutzrunde, mit dem BitMe? Ich glaube, hier heute Abend sind wirklich die zusammengekommen und wo wir gleich auch zusammen diskutieren werden, die täglich damit zu tun haben, die sich Gedanken machen, wie man Daten schützen kann, wie man Daten nutzen kann, wie man aber auch den rechtlichen Rahmen vernünftig zusammenbringen kann, dass man sowohl Geschäftspotenziale von Daten nutzt, aber auch das Sicherheitsinteresse letztendlich miteinander verbindet. Und da freue ich mich heute Abend auch zuzuhören, vielleicht auch den einen oder anderen Punkt auch mitzunehmen, wo wir vielleicht als Politik auch noch nachsteuern müssen, denn wir machen auch nicht immer alles perfekt, und da freue ich mich heute wirklich drauf, hier den Austausch zu suchen. Darum bin ich auch gerne hier hingekommen. Eine letzte Frage, das ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Wo geht die Zukunft Datenschutz hin? Ach, Willy Brandt hat mal gesagt, der beste Weg, die Zukunft voraus sozusagen, ist, sie zu gestalten. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Vieles, was in der Digitalisierung auf uns zukommt, werden Entwicklungen sein, die man, glaube ich, jetzt noch nicht hundertprozentig vorhersehen kann. Und dabei ist es immer wieder wichtig, mit allen Fachleuten im Gespräch zu bleiben, Entwicklungen vielleicht manchmal auch erst ein bisschen laufen zu lassen, bevor man regulatorisch tätig wird. Und darum, Willy Brandt hat immer mit seinem Satz noch absolute Gültigkeit. Und darum ist es wichtig, Zukunft zu gestalten und vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär, und wir sehen uns zum nächsten Sicherheitsinterview der Woche.